So, noch einmal herzlich willkommen zu unserem Webinar. Es heißt nicht, ein Dashboard allein macht noch keinen Frühling. Das war der Titel eines Vortrags von Hans-Peter Fladerer auf der virtuellen Fachkonferenz Reporting und Analytics von Horbert und Partner. Dort hat er den gesamten Entstehungsprozess des Dashboards, aber auch die organisatorischen Voraussetzungen beschrieben, die dann letztlich in dem Dashboard abgebildet werden sollten. Und diese Session nun ist sozusagen eine Folgeveranstaltung, in der wir uns intensiv um die technologische Umsetzung dieses Dashboards kümmern und Ihnen zeigen wollen, wie Hans-Peter das getan hat und ja, wie das in Diplomierer Designer dann konkret aussieht. Erlauben Sie mir, dass ich kurz vorher noch ein paar Sätze zu uns sage. Wir waren ja auch Sponsor bei der Horvath und Partner Konferenz. Also ich würde gerne erst so ein bisschen was von Graphomate erzählen, was war, was wird, weil bei uns ist relativ viel passiert. Dann wird der Hans-Peter in Graz übernehmen. Ich hoffe, das wird alles so klappen und wird dann ein bisschen zum Hintergrund, sprich noch einmal ganz kurz die fachlichen Anforderungen beschreiben, die zu dem Styria Media Dashboard geführt haben, aber dann auch live im Lumira Designer zeigen, was sie dort getan haben. Natürlich nicht alles im Detail, aber vielleicht haben sie die ein oder anderen Impulse, mit denen sie dort, von denen sie was mitnehmen können. Ich würde dann noch mal kurz übernehmen und Ihnen unsere Neuerungen zeigen. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Wir sind nämlich jetzt in der Lage, unsere vier wichtigsten Komponenten nicht nur in SAP Analytics, sondern auch in Power BI und Tableau abzubilden. Sollten wir dann noch etwas Zeit finden? Geplant ist eine halbe Stunde. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das schaffen. Freue ich mich um eine wilde, angeregte Diskussion und Fragen. Gut, sehr gut. Dann steige ich mal gleich ein. Wer sind wir? Was war, was wird? Wir sind die Graphomate GmbH, wir bieten Visualisierungserweiterungen seit 2010 an für SAP Analytics und DOS haben wir insbesondere die Charts und die Tables immer im Vordergrund gehabt. Wir sind sehr stark diesem IBCS-Konzept verhaftet und bilden das auch eins zu eins in unseren Komponenten ab. Aber unsere Kunden, wir sehen verstärkt auch einen Weg, dass unsere Kunden Tableau und Power BI nachfragen, was dann dazu führte, dass wir uns vor 2 Jahren hingesetzt haben und unser gesamtes Produktspektrum, sagen wir die 4 wichtigsten Produkte, die Sie dort im gelben Kreis sehen, die Charts, die Matrix, die Bubbles und die Piktogramms, komplett auch für Tableau und Power BI angeboten haben, natürlich auch für die SAC. Das sind die Bubbles oben rechts, die Sie dort sehen. Da unten sind die Piktogramms. Ich gehe gleich später nochmal drauf ein. Das Schöne ist, wir sind fast durch damit. Release-Datum ist Juli 2020 für alle diese Werkzeuge. Wir haben schon mehrere Betas raus. Release-Candidates sind verfügbar. Also wenn Sie sich das nochmal vorab angucken wollen, freuen wir uns, weil doch in Live-Situationen dann immer nochmal die ein oder andere Frage auftaucht. Mittlerweile, ich sprach schon an, haben wir eine Menge Kunden. Lassen Sie mich nur einmal wirken. Ich will da jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, weil der Fokus liegt nicht auf einer Marketingveranstaltung. Aber wir sind im SAP Analytics-Umfeld relativ gut unterwegs. Wie gesagt, merken aber, dass Power BI und Tableau kommen. 2018, lassen Sie mich ein bisschen in die Vergangenheit gehen, hatten wir eine immense Menge an Produkten, die aber alle explizit mehr oder weniger für SAP Lumira Designer zur Verfügung gestellt worden sind von uns. Wir hatten auch ein paar, die es in SAP UI 5, Web Intelligence und in Excel gibt, aber grundsätzlich waren wir sehr SAP Analytics-lastig. Jedes dieser Produkte hatte eine eigene UI, die per Hand gepflegt wurde und es war extrem aufwendig. Und wir haben uns gesagt, wenn jetzt SAP Analytics Cloud und Tableau und Power BI auf der Agenda stehen, müssen wir was tun. Das können wir so nicht mehr permutieren. Wir können nicht dieselben Produkte nochmal für 3 andere Werkzeuge aufbauen. Deswegen sind wir hingegangen und haben alles komplett standardisiert. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich sehe, da unten ist ein Schnitt. Naja. Haben alles komplett standardisiert, haben uns auf 4 Produkte beschränkt, die wir zunächst abbilden wollen, die Bubbles, die Charts, die Matrix und die Piktogramms, haben für diese 4 Produkte Interfaces gebaut, die die Konnektierung zu allen Analytics-Frontends schaffen, haben einen eigenen Data-Prozessor geschaffen, der die Verbindung, die Datenkonnektierung nochmal kapselt. Also wenn Sie das Bild so sehen, erinnert es genau an eine Hub-and-Spoke-Architektur, was uns aber dazu befähigt,
wirklich relativ schnell andere Tools, sobald wir die Schnittstelle, die Partnerschnittstelle für diese Werkzeuge haben, sei es in Analytics Cloud, auch MicroStrategy ist grundsätzlich denkbar, dass wir das schnell anbinden, dann können wir jetzt unsere vier Werkzeuge überall integrieren. Zu guter Letzt war noch die große Frage, wie gehen wir mit unserer UI um? Auch da, es ist eine einheitliche UI. Das heißt, Sie finden, egal welches Produkt Sie jetzt nutzen, eine einheitliche UI unserer Produkte, die sich automatisiert abhängig von dem genutzten Werkzeug aus Metadaten heraus generiert. Das ist ziemlich cool geworden. Daneben haben wir aber auch Neuentwicklungen gemacht. Wir haben nicht nur alles im Hintergrund architektonisch verändert, sondern wir haben auch gemerkt, dass wir mit der Graph-for-My-Table-Komponente Probleme haben, was Performance angeht, was die Abbildungswünsche unserer Kunden angeht, und haben die komplett neu gebaut. Heißt jetzt Graph-for-My-Matrix, kann dasselbe wie die Tables, ist nur erheblich performanter und der Clou hat eigenes Self-Formatting-Language. Das heißt, Sie können diese Tabelle so formatieren, wie immer Sie sich das vorstellen und wünschen. Es ist völlig, völlig frei. Es gibt also keine Einschränkungen. Sie können zellenorientiert alles bedingt formatieren. Sprich, diese Excel-Erfahrung, die wir immer wieder hören, wieso geht das nicht? Das ging doch in Excel, wäre rein theoretisch auch möglich, mit dieser Matrix abzubilden. Daneben haben wir eine Spalten- und Hierarchiedarstellung. Das war auch immer wieder eine Frage. Wir konnten nur Hierarchien mit den Tables, aber so eine Cross-Tab-Darstellung war gewünscht. Und wir haben die Performance enorm optimiert. Also hier können Sie Tausende von Zellen reinwerfen und sollten keine Verzögerung im Scrollen oder sonst irgendwie merken. Natürlich können auch die visuellen Elemente, die Sie sonst aus den Tables kennen, dort wiederverwendet werden. Aber dieses Self-Formatting-Language, Kollegen von mir haben zum Beispiel eine Heatmap-Code dafür geschrieben. Wir haben einen eigenen Web-Konfigurator für diese Self-Formatting-Language gebaut. Da programmieren Sie zugegebenermaßen, programmieren ein bisschen JavaScript und Sie haben aus jeder Tabelle können Sie eine Heatmap machen. Oder. Es geht sehr, sehr viel. Weiterhin die Graph-Formate-Piktogramms. Das ist so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Ich hatte die Idee, dass wir doch bitte etwas mehr Semantik in die Charts bringen könnten. Und Sie sehen, dass wir jedes Bild, was als Icon konvertierbar ist, in diese Komponente integrieren können. Sowohl horizontal als auch vertikal ausgerichtet. Sie sehen jetzt ein vertikal ausgerichtetes Chart, aber auch ein Dual Mode ist möglich, sodass man so diese Geschichte wie Bevölkerungspyramiden auf beiden Seiten abbilden kann. Für mich die Idee dahinter, ich kann vielleicht verschiedene Produktgruppen mit Icons verknüpfen und habe direkt eine Sicht auf die Dinge und weiß, was sich dahinter verbirgt. Und tatsächlich, ich kann wirklich jedes Chart, jedes Icon, jedes Bild verwenden. Sogar die winkende Maus funktioniert. Und damit möchte ich auch direkt aufhören und den Marketingteil von uns ein bisschen beenden und an Hans-Peter übergeben. So, jetzt wird es für mich spannend. Wie mache ich das? Jetzt übergebe ich an Hans-Peter. Da ist er. Hans-Peter, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Oh, perfekt. Sag nochmal, Österreich ruft. Hallo, hier spricht Österreich. Danke, Österreich. Hier spricht Kiel. Ich ernenne dich jetzt zum Moderator. Ja, bitte. Wenn du magst. Ich weiß, dass du wesentlich besser aussiehst als ich. Ich sitze hier im T-Shirt, haben die Kollegen gerade gesehen. Ich glaube, dort bist du anders vor dem Bildschirm. Danke, Hans-Peter, dass du uns nochmal technisch dein Dashboard vorstellst. Ja, hallo und ein Servus aus Österreich. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich glaube, Sie können mich nicht sehen. Die Kameraübertragung wurde vom Organisator deaktiviert, sehe ich hier. Aber das macht nichts. Das ist kein Thema. Sorry. Vielen Dank auch für die Anmoderation. Ich darf Ihnen heute ein Beispiel-Dashboard aus unserem Reporting-Konzept zeigen. Ich hoffe, Sie können jetzt auch den Bildschirm sehen. Lars, Ja, funktioniert der können wir. Bildschirm? Ja, Sehr wir gut, sehen sehr das gut. Reporting-Haus. Ja. Ja, ich möchte ein bisschen ausholen und ich möchte auch kurz auf die Vorarbeiten zu diesem Dashboard eingehen. Ich habe versucht, die wesentlichsten Tätigkeiten hier in dieser Hausgrafik zusammenzufassen. Das Thema, das ich jetzt schon mehrfach gesehen habe, ist immer wieder, dass der Irrglaube herrscht, ein Dashboard kann alle
Probleme im Controlling oder im Reporting lösen. Das ist leider nicht so. Ein Dashboard kann nur ein Element aus einem Reporting-Konzept sein. Und ich habe das Reporting-Konzept hier als Dach dargestellt, als rotes Dach. Und wie es eben beim Hausbau üblich ist, beginnt man nicht mit dem Dach, sondern mit einem Fundament und mit den tragenden Säulen. Ich muss zugeben, wir sind auch anfangs diesem Irrtum unterlegen und wir haben versucht, die Daten zusammenzuführen. Vor ein paar Jahren waren allerdings unsere Daten noch nicht in der Qualität verfügbar, dass es wirklich ein sinnvolles Dashboard oder ein sinnvolles Reporting-Konzept geworden wäre. Ich darf Ihnen dazu vielleicht ein Beispiel nennen. Wir hatten bis vor ein paar Jahren rund 80, 90 Tochtergesellschaften und in diesen Tochtergesellschaften gab es kleine Controlling-Organisationen und jeder hat im Prinzip seine eigene Suppe gekocht. Das Endergebnis war ein großes Wirrwarr an Excel-Berichten, weil eben die Controller unterschiedliche Abläufe, unterschiedliche Prozesse und auch unterschiedliche Definitionen verwendeten. Ein Beispiel davon ist das Operating EPD aus der G&V, eine vermeintlich wirklich einfache Kennzahl, bei der alles eigentlich klar sein sollte, aber dem war nicht so, zumindest nicht bei uns im Haus. Beispiel wird jetzt die AG-Verrechnung, die Holding-Verrechnung an die Tochtergesellschaft mit eingerechnet in das Operating EPD der Tochtergesellschaften, ja oder nein. Das waren wirklich wichtige Diskussionen, denen wir uns stellen mussten, um dann schlussendlich zu einem aussagekräftigen Reporting-Konzept zu kommen. Und wir haben dann begonnen, unsere Hausübungen in Bezug auf Organisations- und Prozessmanagement zu machen und haben in erster Linie hier mal, man sieht es hier am Fundament, unser organisatorisches Setup überarbeitet. Wir haben diese kleinen Controlling-Organisationen aus den Tochtergesellschaften rausgelöst, in der Holding zentralisiert und konnten damit dann unsere Prozesse wirklich fundiert überarbeiten. Die wichtigsten Prozesse sind hier blau angeführt. Sie sehen die Prozesse im Tagesgeschäft, im Periodenabschluss und in der Planung. Und nach dieser Überarbeitung und dieser Harmonisierung konnten wir über eine zentrale Datenbasis nachdenken. Die zentrale Datenbasis war bzw. ist nach wie vor unser SAP Business Warehouse. Und dort konnten wir die Informationen das erste Mal bündeln und wir haben gesehen, was eigentlich möglich ist, welche Auswertungen theoretisch dann in weiterer Zukunft möglich sind. Wir konnten das erste Mal die Birnen mit Birnen und Äpfel mit Äpfel vergleichen. Aufbauend, wie gesagt, haben wir uns über erste Steuerungskennzahlen Gedanken gemacht und über die Produkterfolgsrechnung nachgedacht. Und erst dann war es uns möglich, ein Reporting-Konzept zu entwickeln. Und damit wären wir auch schon in der Konzeption unseres Dashboards, das wie gesagt ein Element aus diesem Reporting-Konzept ist. Sie können sich unsere Dashboards wie eine Homepage vorstellen. Sie beginnen irgendwo auf einer Startseite hier als Nummer 0 gekennzeichnet und klicken sich dann über Links zu einzelnen Subseiten durch. Wir haben bewusst versucht, diese Subseiten möglichst schlank zu gestalten und nicht zu überladen. Allerdings sind es dann relativ viele Subseiten geworden. Wir sprechen in der Zwischenzeit bei den größeren Dashboards unserer Tochtergesellschaften von rund 25 bis 30 solcher Subseiten. Und damit man hier die Übersicht, den Überblick nicht verliert, habe ich einen Navigationsbaum eingeführt. Und der Navigationsbaum hat uns in der Konzeptionsphase schon geholfen, diente dann auch bei der Implementierung immer wieder als Hilfestellung und ist auch jetzt nach wie vor für die Benutzung durch den Enduser recht hilfreich. Parallel zum Navigationsbaum haben wir die Kernaussagen für die Subseiten festgehalten. Wenn ich hier kurz als Beispiel die Nummer 3 herausgreifen darf, das ist diese Seite, die wir uns dann in der Demo-Version anschauen werden. Die Seite nennen wir Operating EPD.
Und das Ziel bzw. die Kernaussage dabei soll sein, eine Standard-G&V in Tabellenform zur Verfügung zu stellen und die Positionen dieser G&V im zeitlichen Ablauf zu zeigen. Ja, und damit sind wir schon in die Umsetzungsphase, in das Grobkonzept gegangen. Wir haben das Layout grob mit Papier und Bleistift skizziert. Ich muss sagen, so viele Tools und Apps es auch gibt, aber die beste Möglichkeit ist nach wie vor ein paar Blatt Papier und einen Bleistift, um eine Idee festzuhalten. Sie sehen hier die Skizze unserer Startseite. Die Idee war die Darstellung der wichtigsten G&V-Kennzahlen. Wir haben uns für eine Kacheldarstellung entschlossen. Auf der rechten Seite sehen Sie skizziert hier eine Produkttabelle mit einer Soll-Ist-Abweichung. Im unteren Bereich haben wir Textfelder für die Kommentierung vorgesehen. Diese Textfelder sind bewusst klein gehalten, weil die Idee nämlich ist, dass der Controller nur punktuell die Zahlen kommentieren soll. Die grafische Darstellung der Zahlen soll selbsterklärend sein, aber sollte es eine Zusatzinformation brauchen, so kann der Controller diese hier zur Verfügung stellen. Aber der Controller soll im Monatsabschluss keine Romane schreiben. Hier im oberen Bereich haben wir Platz für unsere Top-Leiste gelassen. Da haben wir wirklich viel Zeit hineingesteckt, haben wir uns viel Gedanken gemacht. Die Anforderung, die wir uns selber gestellt haben, ist, dass die Top-Leiste für alle Dashboards gleich aussehen muss, dass es einige wenige Stellschrauben geben soll, die der End-User bedienen kann. Der End-User soll nicht mit vielen möglichen Optionen und Einstellungsmöglichkeiten überlastet werden. Aber das Wesentliche, das er zur Verfügung gestellt bekommen soll, ist eben beispielsweise der Soll-Ist-Vergleich oder die Abweichung zwischen die Anzeige der Abweichung in Absolut oder Prozentwerten. Wichtig ist dabei die Einbindung des Fachbereichs zu jeder Situation. Und damit haben wir es auch geschafft, dass die Dashboard-Lösungen von den Usern akzeptiert werden und wir keinen Parallelbetrieb zum alten Reporting fahren mussten, beziehungsweise nicht lange fahren mussten. Und damit möchte ich auch schon in Lumira Designer umsteigen. Einen kurzen Moment bitte. Ich beende jetzt die Bildschirmpräsentation und steige in Lumira Designer ein. Sie sehen hier ein Dashboard, eine Demo-Version des Dashboards. Ich habe hier zwei große Bundles vorgesehen. Auf der linken Seite wollen wir jetzt eine G&V in Tabellenform zeigen und auf der rechten Seite eben den Monatsverlauf. Ich nehme hier auf der linken Seite eine Tabelle raus, eine Graphomet Table. So, das dauert einen kleinen Moment. Ich gebe gemäß unserer Namenskonvention dieser Table einen entsprechenden Namen und weise der Tabelle eine Data Source zu. Die Data Source ist in unserem Fall eine einfache Query aus dem SAP BW aus dem BEX. So, und damit darf ich schon in die Query einsteigen und ich zeige mir beispielsweise die Actual-Werte an und als Serie 2 zeige ich mir die Budgetwerte an. So, wir haben schon erste Werte hier, die wir sehen können. Ich möchte die Tabelle ein bisschen besser platzieren. Ich stelle hier noch die Ränder ein, beziehungsweise die Positionierung. Sagen wir mal, wir möchten das relativ weit oben sehen, damit Sie auch was mitnehmen können. So, weiters sagen wir, wir möchten noch eine Absolutabweichung. Die Bezeichnungen, die für uns wichtig sind, die kopiere ich rein. So. Und eine Prozentabweichung. Ich zeige im ersten Schritt nur einmal die Absolutabweichung an.
die Umschaltmöglichkeit hier, Sie sehen die Top-Leiste, die ich vorhin erwähnt habe, die steuert dann ein Skript im Hintergrund an und damit kann ich beispielsweise auf die Prozente umschalten. Aber das sehen wir dann im Live-Durchgang. So. Ich möchte hier noch ein bisschen die Zahlen verschönern. Ich möchte beispielsweise eine Dezimalstelle und ein K für die Tausender, aber diese Formatierung möchte ich lediglich für die Abweichungen, für die Actual- und Budgetwerte habe ich mir etwas anderes überlegt. Diese möchte ich gesamt sehen, also nicht auf Tausender gebündelt. Einen Moment. Ich kopiere mir hier einen Wert rein. Und damit habe ich eine bessere Formatierung meiner Zahlen. Und dann möchte ich beispielsweise noch die Spaltenbreite ein bisschen verbessern, ein bisschen abändern. Ich möchte die Bezeichnung, sie ist leider hier ein bisschen abgeschnitten auf meinem kleinen Homeoffice-Screen, aber Sie haben sicher gesehen, die Spaltenbreite für die Bezeichnung wurde verändert. Die Zahlen brauchen nicht so viel Platz. Die habe ich ein bisschen kleiner gemacht. So, im nächsten Schritt platzieren wir jetzt hier die Graphomat Charts oder ein Chart, sagen wir so. Ich sehe, du arbeitest wirklich mit den Standard-Properties, Hans-Peter. Wow. Manchmal frage ich mich, warum wir so viel Gedanken uns über UI machen. Nein, ich habe nur für die Demo-Version die Standard-Properties verwendet, weil es einfach ist, diese reinzukopieren. Allerdings gibt es, sage mal, 90% aller Standard-Properties hier auch als Additional-Properties recht komfortabel. Aber ich kenne das Faszinosum, dass wenn man die Tools kennt, man viel mit dem und gerne mit den Standard-Properties anstatt mit der UI-Version arbeitet. Das sehe ich häufiger. Vielleicht bin ich hier ein bisschen zu sehr Informatiker. Sorry. Ich habe hier eine Query vorbereitet, eine Dummy-Query. Sie sollen ja nicht unsere wirklichen Zahlen kennen. Ich habe hier zwei Kostenartenknoten, zwei G- und V-Knoten genommen und zeige mir mal von den Advertising Expenses das Budget und das Actual an. So. Machen wir noch eine Absolut- und eine Prozentabweichung dazu. Das ist hier verdreht. Ich möchte an erster Position die Absolutabweichung. Machen Sie den noch ein bisschen größer. So, und jetzt brauchen wir noch ein Skript. Wir wollen ja nämlich, dass diese Tabelle, wenn ich draufklicke, dieses Chart aktualisiert. Und dazu habe ich hier die Möglichkeit, ein sogenanntes OnElement-Skript einzufügen. OnElement klickt. Ich habe das hier vorbereitet in meinem Notepad, damit ich Sie nicht langweile. Aber im Prinzip sehen Sie hier, er setzt ein Chart, sprich er ruft ein anderes Skript auf, das ich mir vorbereitet habe. Und damit werden wir schon startklar. Alle weiteren Dinge werden zur Laufzeit gesetzt, beziehungsweise durch den User gesetzt, wenn er eine Umschaltfunktion betätigt. Ich synchronisiere jetzt einmal. Die Version wird jetzt auf dem BO-Server geschrieben und ich starte einen einfachen Explorer. In meinem Fall ist das der Internet Explorer. Verwende hier den Link und komme über Single Sign-On auf mein BI-Launchpad. Je nach Berechtigung haben wir das so eingestellt, dass der User entsprechend die Dashboard sehen kann. Und wir nehmen jetzt das rote, das Live-Demo von heute. Es dauert einen Moment, bis die neue Version geladen wird. Die hat noch niemand in der Zwischenzeit verwendet natürlich.
Und Sie sehen hier unsere Startseite. Gemäß dem Navigationsbaum switche ich jetzt auf die Ebene 2, das Operating EBD. Und Sie sehen hier auf der linken Seite unsere Tabelle, unsere G&V-Tabelle und auf der rechten Seite den Monatsverlauf. Standardmäßig habe ich das so eingestellt, dass immer das Operating EBD gezeigt wird. Und wir nehmen jetzt als Beispiel unsere vorgefertigten Advertising Expenses. Also ich bin jetzt quasi der End-User, ich bin der Geschäftsführer als Beispiel und schaue mir die Advertising Expenses an. Und der Monatsverlauf wird HICCAT-konform aktualisiert. Ich könnte hier beispielsweise noch auf den Vergleich zum Vorjahr umschalten. Da wird wieder ein entsprechendes Skript gestartet. Und Sie sehen es hier in der Tabelle, wird auch bereits Actual versus Previous Year verglichen. Und hier sehen Sie auch die grauen Balken, die die Vorjahreswerte darstellen. Ich kann hier noch auf Prozent umschalten. HICCAT-konform wird das bereits aktualisiert und das Graphomate Chart bzw. die Graphomate Table wird entsprechend angezeigt. Und damit wäre ich schon am Ende meiner Live-Demo und ich darf an Lars Schubert von der Firma Graphomate zurückgeben. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke dir, Hans-Peter. Sehr beeindruckend, dass du, ich wusste nicht, dass du sogar live unsere Komponenten einsetzt und ein Dashboard baust, wie schnell das geht. Das war mir nicht klar. Danke, cool. Und das bisschen Skript hat man gesehen, das kriegt man relativ schnell da reingesetzt, um die Interaktivität zu generieren, nicht wahr? Das Skript ist, wenn man eingearbeitet ist, relativ leicht, ja. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht Lumiere Designer mit den Scripting-Funktionen, aber es ist kein Hexenwerk. Okay. Ich würde mir nochmal den Bildschirm von dir holen. Und ja, habe ich jetzt, glaube ich, getan und würde noch einmal, du hast gesagt, SAP Lumira Designer. Ich habe da auch nochmal was vorbereitet, weil meine Kernaussage eben war ja, dass wir nicht mehr nur SAP Lumira Designer können, sondern dass wir auch SAC, Power BI und Tableau unterstützen. Und das wollte ich noch einmal gern zeigen. Also hier wieder ein großes Chart, ganz simpel in SAP Lumira Designer. Sie kennen das, man kann in der UI hin und her schalten und sich einen Chart bauen. Kann das sich überlegen, ob man das die Strukturdarstellung mit vertikalen Achsen oder die Zeitdarstellung haben will. Du hast auch die Abweichung schon dazu geschaltet. Das sah ja alles sehr hübsch aus. Ich würde jetzt noch einmal zeigen, damit ich das genau vergleichen kann, wie ich sehr einfach die sogenannten Szenarios oder Datentypen dazu bringen kann. So, zack, habe ich einfach die Elemente formatiert. Ich würde noch ein Highlight setzen, dass man also das erste Element mit dem 12. vergleichen kann, sodass wirklich auch nochmal eine andere Darstellung von Abweichung und Entwicklung der Differenz sofort sichtbar wird. Und so habe ich ein schönes, leichtes Chart. Und jetzt bin ich mal ganz platt und schalte in Richtung Tableau. Was Sie hier sehen, ist Tableau und es ist das gleiche Chart. Und wenn ich jetzt hier mein Konfigurationsmenü aufmache, sehen Sie hier unsere neue UI. Die wird auch in SAP Lumira Designer noch integriert werden. Und auch hier wieder genau das Gleiche. Sie können hier den Charttypen auswählen. Sie können, also es hat sich nicht viel verändert, nur eben wir können es in allen Tools abbilden. Und zwar auch in, ich schalte zum nächsten, Power BI. Dort habe ich dasselbe abgebildet. Auch hier ein Bearbeiten-Modus, dass man das Chart in der UI bearbeiten kann. Das geht hier auch. Wir haben uns ganz neue Icons einfallen lassen, mussten ein bisschen neu strukturieren alles. Aber jemand, der unsere Charts in SAP Lumira Designer kennt, wird sich hier, Entschuldigung, durchaus wiederfinden. Und zu guter Letzt, weil das ja auch immer wieder gerne nachgefragt wird, unsere SAC-Kunden, unsere SAP-Kunden, viele nutzen auch SAC. Auch hier das Gleiche in grün. Sie sehen das SAC, den Canvas. Sie sehen hier die UI. Hier gibt es leider noch das Problem, dass wir noch keine Daten live anbinden können. Deswegen sehen Sie hier das Standarddaten, die Standarddaten dargestellt. Erst in dem Moment, wo wir die analytische Applikation in der SAC starten, kriegen wir über einen Trick echte Live-Daten. Wir mussten die uns noch von einer Standard-SAP-Komponente holen, weil noch kein Data-Binding in der SAC möglich ist. Sehen Sie jetzt, das sind die Standardwerte und jetzt schaltet einmal um und auch hier dasselbe Chart, exakt identisch in der gleichen Darstellungsweise in der SAC.
Vorteil ist auch, Sie können wirklich übergreifend Templates schaffen für Ihre Fachbereiche, die, egal ob Sie Tableau, SAC oder Power BI oder Lumira Designer, Sie können überall diese Templates nutzen. Finde ich ziemlich einzigartig und ich wüsste nicht, wo es das sonst noch gibt, dass so etwas möglich wird. Hans-Peter, ich würde mir mal erlauben, die Zusammenfassung noch auf meinem Rechner zu machen. Ist das okay? Wir haben Ja, tatsächlich bitte. noch 1 Minute, 10 Sekunden. Wir sind just in time. Cool, großartig. Ich klicke dich mal durch, ja? Dann Ja, darfst du sehr die gut. Zusammenfassung von deinen Erfahrungen mit unseren Tools und deinem Dashboard-Projekt nochmal kurz zusammenfassen. Ja, kurz zusammengefasst, worauf sind wir stolz? Also, wir sind sehr stolz auf unser Layout, auf unser einheitliches Reporting, in den Dashboards. Auch in Bezug auf die IPCS-Darstellung. Und mit den Graphomate-Extensions ist es uns wirklich gelungen, das über alle Tochtergesellschaften hinweg, über die Konzernzentrale hinweg einheitlich zu gestalten. Wie Sie gesehen haben, das ist auch in Power BI und in Tableau in der Zwischenzeit möglich. Die Vorgangsweise ist sehr, sehr ähnlich. Ich muss sagen, mit den Standardmitteln von SAP, von Lumira Designer beziehungsweise dem Vorgänger von Design Studio hätten wir uns die Finger gebrochen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis für eine IPCS-konforme Darstellung wäre nicht mehr möglich gewesen, vertretbar gewesen. Wir sind auch sehr stolz auf die SAP BW-Queries, auf die Anbindung. Und in Summe auch auf die Aufwandsreduktion, die wir, Lars, bitte weiterschalten, insgesamt mit unserem Reporting-Konzept geschafft haben. Allerdings muss ich auch sagen, ein Dashboard ist schon aufwendig. Ich rechne in der Zwischenzeit mit einem Erfahrungswert von etwa 4 Personentagen je Seite. Das ist deshalb auf den ersten Blick relativ viel, weil eine Anbindung beispielsweise von Vorsystemen, von Schnittstellen zu SAP BW relativ aufwendig ist. Die Umsetzung, die grafische Umsetzung in Lumira Designer beziehungsweise in De Design Studio ist dann relativ schnell, wenn das Konzept parat liegt und das Datenmodell im Hintergrund fertig ist. Kurz zur Empfehlung, was haben wir gelernt? Also für uns war es wichtig, den Navigationsbaum zu verwenden, die Kernaussagen wirklich festzuhalten, sodass man den roten Faden in der Konzeptionsphase und in der Umsetzung nicht verliert und das Layout auf Papier zu skizzieren. Seien Sie vorsichtig mit sehr, sehr speziellen Anforderungen durch den Fachbereich, da kann es wirklich sehr schnell aufwendig werden, wenn Sie beispielsweise Upload-Schnittstellen bauen müssen. Sie kennen sicher alle SAP BW, wie aufwendig das sehr schnell werden kann. Als Kompromisslösung haben wir teilweise Input-Queries verwendet, wenn wir beispielsweise punktuelle Daten von der Statistik Austria, die einmal im Quartal veröffentlicht werden, in den Dashboards oder in SAP BW verwenden wollen und in den Dashboards zeigen möchten. Ja, die CSS, die Cascaded Style Sheets, das ist eine Funktion, mit der Sie zentral in Lumira Designer die Objekte verwalten können, das Layout der Objekte verwalten können. Sie weisen eine Klasse einem Objekt zu und damit hat es schon ein bestimmtes Aussehen und Sie müssen sich nicht jedes Mal um die gleiche Farbgebung etc. kümmern. Wenn die Dashboards aufwendig werden, beachten Sie auch den Wartungsaufwand, der im Nachgang auf Sie zukommen wird. Ja, und wo arbeiten wir noch dran? Ich würde sagen, an der Kommentarlösung müssen wir noch ein bisschen feilen. Das ist ein bisschen aufwendig geworden, aber in der Zwischenzeit gibt es relativ gute Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die uns da unterstützen können und werden. An der mobilen Lösung arbeiten wir noch, sind wir nicht so ganz glücklich. Und ich glaube auch, dass SAP sich langfristig, beziehungsweise sogar mittelfristig etwas über die Template-Verwaltung, über die Objekte und die Units in Lumira Designer überlegen muss. Es gibt keine zentrale Verwaltungsmöglichkeit für Bibliotheken als Beispiel. Und damit wäre ich schon am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lars, zurück zu dir, bitte. Ja, ich danke dir. Super.
Wir haben jetzt etwas überzogen. Hans-Peter, nochmal vielen, vielen Dank an dich. Ich bin sehr froh, dass das mit der Technik so cool geklappt hat. Das war für uns beide, glaube ich, das erste Mal, dass wir so hin und her geswitcht haben. Sind noch fast alle Teilnehmer da, trotz der Überziehung. Ich würde mir jetzt nochmal erlauben, alle nicht, also zu unmuten, dass sie was sagen können, falls Fragen da sind, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. So, oder Sie können auch gerne den Chat verwenden, um Herrn Fladerer noch ein paar Fragen zu stellen, wie Sie wollen. Ansonsten muss ich ja gestehen, haben wir dieses Mal hier oben im Norden das bessere Wetter. Da unten bei Ihnen, bei den meisten, zieht ja gerade wirklich die Front durch. Und ja, ich kann die Zeit heute Nachmittag noch nutzen, bevor die dann zu uns kommt. Also, aber vorab, gibt es Fragen? Nein, der Chat bleibt ruhig. Vielleicht, Lars, kannst du noch auf unsere Beiträge verweisen, falls sich noch jemand detaillierter informieren möchte Ah, über die ja, stimmt, Vorarbeiten stimmt, 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 stimmt. Du zum hast völlig Dashboard. recht. Die letzte Folie, du hast völlig recht. Aber eine Frage ist gekommen. Wie werden denn die Kommentare erfasst, Hans-Peter? Ja, die Kommentare werden über Analysis for Excel erfasst, ganz einfach über eine Input-Query. Die Kommentare werden in BW gespeichert und über ein Skript lesen wir die Kommentierung dann in Lumira Designer aus und zeigen sie in einer Textbox an. Und wie gesagt, das ist relativ ja, oldschool mittlerweile, muss man sagen, weil der Controller im Monatsabschluss in die Input-Query einsteigen muss und dann diese eintippen muss, um damit der Geschäftsführer eben dann auch diese in der Laufzeit auslesen kann. Und die Texte sind damit auch nicht formatiert zu Ihrer zweiten Frage. Das sind ganz einfache, normale Texte. Wir setzen einen Bullet Point, oder wie man sagt, davor, aber damit ist es auch schon gegessen. Hast du die Frage von Herrn Milczewski gesehen, ob du auch Composite-Komponenten in Lumira Designer genutzt hast? Haben wir nicht genutzt. Nein, diese Frage habe ich nicht gesehen, aber Composite-Komponenten haben wir Habt ihr nicht gar nicht? genutzt. Noch Okay. nicht. Gut, dann lass mich deinen Hinweis nochmal aufnehmen, was wir gerade erzählt haben in einer halben Stunde. Wir konnten ein paar Impulse geben, ich weiß, aber wir haben das dezidiert in zwei Artikeln in dem Buch, was Sie dort in der Mitte sehen, niedergeschrieben. Also Hans-Peter hat erst 15 Seiten über die organisationalen und prozessualen Voraussetzungen, Entschuldigung, Voraussetzungen für ein BI-Projekt geschrieben und ich habe dann mit Stefanie Schröder und ihm noch einen weiteren Artikel platzieren können, wie wir denn dann dieses Management-Dashboard nochmal umgesetzt haben. Dort steht dann auch nochmal etwas drin, ist bei Horvath und Partner erschienen, also im Haufe Verlag von Horvath und Partner herausgegeben, ist grundsätzlich ein gutes Buch, was man empfehlen kann. Also ich mochte die Beiträge alle sehr gern. Ich schicke die ISBN in den Chat. Ach. Ja, mache ich. Gut, an dieser Stelle, der Chat hat keine weiteren Fragen mehr. Freue ich mich, dass Sie Zeit gefunden haben, sich unsere Geschichte des Styria Media Dashboards anzuhören. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich nochmal, Hans-Peter, dass das so toll geklappt hat. Ich bin sehr begeistert um diese Möglichkeiten, die mittlerweile technologisch sind, auch wenn wir doch das gute alte Go-To-Meeting und nicht die moderneren Tools genutzt haben. An dieser Stelle vielen Dank Danke und Ihnen. Danke, Lars. schönen Nachmittag und alles Gute nach Österreich. Bye bye. Alles Gute, bis bald.